Hallo und herzlich willkommen zurück beim Let's Tutorial Beaver Time, wie man Holz fällt oder so. So. Hahaha. Der ist auch ziemlich stark als Biber. Aber ich will wieder in die normale Gestalt zurück. Aber schon ziemlich geil. Ich hoffe, dass wir nicht sterben. Oh, gut. Ich habe mich schon erschreckt. Aber unser Verstand sieht jetzt nicht sehr toll aus. Wo liegen denn unsere Sachen? Irgendwo da unten war es hier. Katzenschwanz. Wir sollten lieber mal ganz schnell nach unten laufen. Einfach der ganzen Holzspur folgen, die wir hinterlassen haben. Ah, da ist ja das Zeug von uns. Zack, 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 zack. Ich glaube, wir haben Holz auf eine ganz lange Zeit als Vorrat. So, mal wieder unser Magen wieder ein bisschen auffüllen. So, Kiste. Bitteschön. Alter, so viel Holz habe ich ja noch nie im Leben gehabt. Kannst du ja gerne haben, Kiste. Kiste, du bist wieder dran. Alter Schwede, wie viel Holz. Okay, dann machen wir das raus. Steine sind dann doch ziemlich wichtig. Für einen guten Lagerfeuer. Ziemlich ungern eine Kiste haben, wenn es einen Notfall gibt. Ah, es wird wieder dunkel. So. So, jetzt haben wir auch gleich genug Holz gesammelt fürs Erste. Da. So. Noch einmal Holz und dann haben wir es. Kann man das auch irgendwie erkennen? Leider nicht. Aber was man machen kann, sich den Ort merken. Ja, das war's so. Dann lassen wir das auch so. Okay. Da geht's nicht weiter. Schade. Okay, wenn wir Blumen sammeln, geht der Verstand nach oben. Habe ich gerade gemerkt. Ja. Und zwar 5. Also Blümchen sammeln, das beruhigt einen, so wie es aussieht. So.
ganz viel Zeug sammeln, Blumen nicht zu vergessen. Die sind ja ziemlich wichtig für den Verstand. Okay. Theoretischerweise könnten wir mit dem Biber den ganzen Wald abholzen, aber das wollte ich dann auch wieder nicht machen. Ich sollte eigentlich nur Notfackel machen, aber nee. So. Das noch einsammeln. Vielleicht ist unser Verstand wieder halbwegs normal. So, da sind noch mehr Blumen, sehr toll. So, gleich haben wir unser Verstand wieder oben. Ups. Kiste, bitteschön. Dann mach ich mal wieder einen Hut und das schmeiß ich dann mal weg. So. Obwohl, das könnten wir als Feuer-Dingsbums. Und dann nehmen wir mal diesen Hut. Ah, das war eine Fehlentscheidung. Wir müssen ganz schnell hoch. Jetzt können wir nämlich kein Lagerfeuer machen. Wir können zwar schon Lagerfeuer machen, aber nicht das. Ich will nicht unbedingt das Große machen. Komm schon, schneller, Junge. Da, gut. Dann passt es ja. Zack. Gleich ist Feiertime. Dann mache ich das mal so dahin. Dann war... Nee, Bären können ja gar nicht kochen. Verdammt. Ach egal, dann mach ich das halt weg. So. Kochen. Und ein richtiges, saftiges Fleisch essen. So. Dann kochen wir die ganzen Bären mal. Karotten sind ja noch gut da. So. Ah, ich mach lieber alles. Ist besser, nicht, dass wir das dann umsonst gesammelt haben. So. Dann kochen wir die Karotten gleich mit. So, dann kochen wir das auch gleich mit. Ein bisschen aus wie Kastanien, finde ich. So, dann haben wir das auch hinter uns. So, jetzt haben wir den Hunger auch voll. So. Ah, ist ein bisschen zu wenig. Jetzt müssen wir eigentlich damit die Nacht überstehen können. Und es fängt mal wieder an zu regnen. Yeah. Was für ein Mist. Und vielleicht noch Gewittern. So. Schön viel Gras einsammeln. Okay, wir gehen einfach mal nach oben. Links. So, einfach das Zeug einsammeln, dann müsste es passen. Das ganze Zeug. Okay. Bären haben wir ja noch genug, da will ich jetzt nicht wieder sammeln. Okay, ich mach's doch.
Okay, was haben wir denn da Schönes? Nix Schönes, sondern Hässliches. Können wir direkt eine Beere essen? Zack. Welchen Weg gehen wir entlang? Links oder rechts? Wir gehen links. So. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, dass unser Charakter sich in einen Biber verwandelt hat. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob man die Nacht mit dem überleben kann oder durchstehen kann. Das wäre ganz toll von euch. Oh, man läuft da nur im Kreis. Okay. So. Och Mann, oh. Bis jetzt haben wir noch kein einziges Schweinedorf gefunden. Das finde ich jetzt nicht so toll. Und es wird mal wieder dunkel. Und es hört mich auf zu regnen. Da ist wenig nicht zu tun. Ah, hier. Nein, hier. Okay. Wenn du meinst, Regen nicht mehr aufhören zu müssen zu regnen, dann regne einfach weiter unten. Naja. Vielleicht hat er irgendwas da. Kommt er da raus? Nein. Haha. Das haben wir vielleicht in der Hand. Aber ich finde es cool, dass wir genug Bären zur Verfügung haben. Problem ist, wenn ich kein Schweinedorf finde oder nichts Anständiges, wo man guten Platz machen könnte, dann wird es schwierig. Es muss doch irgendwas, wo was geben, tun, sein. Sind wir wieder da? Ich folge jetzt einfach den Weg zurück und gehe dann die eine Strecke da hoch weiter. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ja, dann ist gut, wenn nicht, dann nicht. Ach, das ist wieder eine Spur. Ach, weißt du, was hier ist? Nee. Blumen lassen wir jetzt mal Blumen sein. Okay, wir sind gleich da. Vielleicht der Weg führt nirgendwo hin. Sonst haben wir wieder ein bisschen mehr Verstand. Och man, es muss auch irgendwo ein gutes Lagerplatz geben. In einem Dorf mit Schweinchen. Aber nein, die wollen ja nicht. Okay, jetzt kann ich einfach mal da oben lang. Gibt es eigentlich ein Objekt, was einem schneller laufen lässt? Wisst ihr das vielleicht? So. Auf die Karte brauche ich jetzt nicht zu gucken. Hier gibt es viele Bäume, das ist cool. Ah, das sind Samen, die kann man immer gut gebrauchen. Ihr wisst ja, warum. Falls ihr die ganzen Videos geschaut habt. Wenn nicht, dann ganz schnell nachholen. So,
Wir gehen einfach mal nach links. So wird das wieder ein Weg. Das passt ja. Und wir sollten wieder ein Feuerfeuer machen. Feuchtes Holz ist nicht gut fürs Feuer, aber uns bleibt ja keine andere Möglichkeit. Wenn Vollmond ist, kann man ja einfach die Nacht durchlaufen. Ist ja dann super. Ich vermisse dich so sehr. So, dann essen wir mal die Beeren auf. Die vergammeln schon langsam. Eximen Webcam Fire. Okay, die Sachen sind wieder getrocknet. Holz haben wir eigentlich genug. Oh, ich kann mir die Nacht durch. Schlafen, wenn es gehen würde. Und wir machen ein Feuerchen an und tanzen drumherum. Wir nehmen unser Speer, packen ihn an die Hand und verjagen damit alle Monster. Dim 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 dim. Feuer, wir haben unser Feuer, das uns beschützt vor grausamen Monster. Und es wird wieder hell. Oder auch nicht. Aber jetzt. So. Bitte lass hier ein guter Ort sein, irgendwo. Bitte. Ach, bitte. Ah, das ist, glaube ich, wieder eine Höhle. Ah, Sam. Bitteschön. Nö. Tip. Okay, wir kommen in einem sehr nebligen Bereich. Das macht uns aber... Da war Gold. Aber leider können wir ja kein Gold tragen, außer wenn ich... Weiß ich nicht, was mache. Ach, da mache ich halt eben das Kabelzeug weg. So. 104. Sieht eigentlich einigermaßen gut aus. Okay, wir haben schon mal ein Steingebiet gefunden. Sehr gut. Mit einem Piepmatz. Oh, ein ganz kleiner Piepmatz. Oh, noch so einer, noch so einer. Eieieiei, sogar vier Stück. Aber das juckt mich jetzt nicht. Habt ihr das gerade auch eben gehört? Oh, nicht gut. Oh, oh. Nein. Oh, Chester, erschreck mich bitte nicht mehr. So. Und schon wieder dunkel. Mein Gott. Ah.
Eieieiei. Dann kommt doch hier blöden Hunde. Wow, scheiß Rabe. Ah ja, dann kommt doch. Machen Rabauts. Und dann ist nix. Ja, da sind sie doch. Lock ich die so den Vögel hin. Na komm, wut. Na komm, hier bin ich. Hier. Frischfleisch. Ey, geht nicht auf mich drauf. Oh mein Gott, sind da viele, das sind mehr als, oh, what the fuck. Jetzt verfolgen die Vögel uns. Aber wir sind wenigstens die Hunde losgeworden, so wie es aussieht. Sehr gut. Boah, so, ich mache erstmal Pause. Und sage auf Wiedersehen, beziehungsweise erst noch mal ein paar Bären. So, dann sage ich jetzt wirklich auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hat euch ein ganz kleines bisschen gefallen. Wenn es mehr ist, dann freut es mich umso mehr. Dann abonnieren, liken, favorisieren, kommentieren nicht vergessen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bye, bye.